Gut, ja, hier ist der Frank noch nicht weiter. Ich muss mal gucken, was der Frank jetzt schon wieder. Ich würde ja ganz gerne. 2 Tonnen haben wir hier. Also momentan ist es noch nicht so schlimm. Aber ich würde ganz gerne mal sonst die Subpriorität mal erstmal hier raufsetzen, dass er hier so ein bisschen in Gange kommt. Dass er sich erstmal hier ran so ein bisschen ergötzt. Achso, hier sollten wir auch nochmal ein bisschen wischen hier. Bisschen wischen. Wischi-wischi. Oh, hier auch nochmal wischi-wischi, das ist wichtig. Aber das ist natürlich hier das Ganze. Na, zumindest sind sie hier fertig. Das wollte ich doch erstmal geschafft haben, damit. Genau deswegen hatte ich das nämlich gemacht. Damit wir das als eigenständigen Raum hier haben. Deswegen. Gucken, wie wir hier das Wasser wegkriegen. Hier brauchen wir das unbedingt. Haben wir eigentlich schon, sind wir da schon mal davor schon durch? Wir haben da keinen Strom. Warum haben wir keinen Strom? Kein Strom. Wo ist der Strom hin? Strom mit det. Ach ja, okay. Ja, alles klar. Okay, das macht natürlich Sinn, dass das nicht funktionieren kann. Kabellage. So, das müssen wir natürlich auch einmal durchbauen. So. So kann das natürlich auch nicht funktionieren. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch mal hier irgendwo noch so ein bisschen mal auf die Arbeit gehen. Die Jungs und Mädels haben zu viel Freizeit. So. Ein bisschen was müssen sie machen. Bisschen mehr. Ja, ich will jetzt nicht, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen mehr Arbeit muss da schon kommen. Also. Frank hat das Prinzip verstanden. Solange der Chef so tut, als würde er gut bezahlen, solange tut der Frank so, als würde er gut arbeiten. Das ist ja das Schöne, ich bezahle hier gar nichts. Das ist wahrscheinlich der Fehler in der gesamten Sache. Aber was heißt, ich bezahle nichts? Guck mal, sie kriegen Essen, sie kriegen frische Luft, sie kriegen gute Arbeit, schöne Betten. Also ich kümmere mich schon drum. So ist es nicht. Ungekühlte Nahrung, was? Ach so, ja, gut, weil wir hier den Kühlschrank momentan nicht betreiben. Ja. Aber okay, das kriegen wir auch noch gebacken. So, was haben wir hier? Ach so, ich wollte ja diese Ventile bauen. Was brauche ich dafür? Ich brauche Energie 10 Watt. Flüssigkeitsregler. Bedien durch Duplikanten. Flüssigkeitsregler? Huch. Ich wollte eine Automation bauen. Was brauche ich denn dafür? Hä? Veredeltes Metall 25 Kilo.50 Kilo. Okay, das müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen Metall veredeln. Ach ja, war das hier? Steinzermaler. Kupfererz zu Kupfer. Wie viel haben wir denn hier? Müssen wir echt mal gucken. Mineralrinnen, veredeltes Metall. 15 Kilo veredeltes Metall, das reicht natürlich nicht. 12 Tonnen, 7 Tonnen, 2 Tonnen, 1 Tonne. Puh, wir müssen Kupfer machen, aber. Dann machen wir mal 20.
Fischteich ist auch bald voll. Ja, deswegen will ich halt das veredelte Metall machen, damit wir da noch so eine Wasserpumpe einbauen können. Das war eigentlich so mein Plan. Ups, wir müssen das nämlich auch hier unten bauen. Hier müssen wir ein bisschen was bauen. Und hier oben. Wir könnten natürlich das, was wir hier natürlich haben, an verschmutzten Wasser. Das können wir natürlich hier für die Faser nehmen. Würde ich mal so sagen. Das können wir auch nochmal GAU machen. Isoliertes Rohr, was brauchen wir dafür denn? Einfach nur einfach Sandstein. Ich glaube, macht das einfach mit Sandstein gut ist. Dann bauen wir das nämlich hier da durch. Da hoch. Da haben wir frisches Wasser. Muss ich irgendwie hier oben hinkommen. Rohrbrücke. So. Rohrbrücke, dann packen wir das nämlich dahin. Eingang, Ausgang. Das müssen sie erstmal fertig bauen. Na, mal sehen. Ah, müssen wir tatsächlich ein bisschen Gas geben hier, sonst wird das gleich ein bisschen schwierig. Hydrosensor. Baut er das jetzt... Ja, ist natürlich, wie baut er das denn jetzt? Kriegen das... Ach, das lasse ich einfach so. Automatisierungskabelbrücke. Einmal Kabel, das ziehe ich einmal hier oben lang. Oder einfach hier lang. Das können wir auch machen. Eigentlich brauche ich das ja auch nur nach oben ziehen. Ja. So. Dann einmal mit Wasser. Achso, das hat sich sowieso gerade erledigt. Siehst du, das hat sich sowieso gerade erledigt an der Stelle. Dann können wir das ja eigentlich auch sein lassen. Dann können wir es auch sein lassen. Dann können wir es auch sein lassen. Hatte ich jetzt gar nicht im Blick, dass hier gar kein Wasser mehr drin ist. Dann wäre das eigentlich schon fast optimal. Muss wir das nun wieder abbauen. Oder das was bisschen, was hier am Wasser noch drin ist, das können wir ja auch noch hier reinpumpen. Das passt ja locker. Dann hätten wir das Wasser auf jeden Fall schon mal hier drin. Guck mal, hier ist Fleisch. Nein, ungekühlt. Wie kommen wir denn daran? Das ist ja auch doof. Wie kommen wir denn das Fleisch? Das ist ja Sünde. Das ist jetzt auch doof. Scheiße, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Ich dachte, die leben erstmal eine Weile. Ah, Station. Was könnten wir da denn mal machen? Wir bräuchten eigentlich so ein Materialsauer, hätte ich fast gesagt. So ein... aber dafür haben Logistik noch nicht freigeschaltet. Logistik müssten wir sonst mal freischalten. Luftsysteme, automatisches Gasventil. Eigentlich brauchen wir Logistik. Eigentlich bräuchten wir Logistik. Also den ganzen Kram. Intelligente Lagerung bräuchten wir normalerweise. Dann könnte man nämlich automatische Räume, dann könnte man das nämlich machen. Aber ich weiß nicht, wie, ob das auch bei Wasser funktioniert. Na, schauen wir mal. Bist du schon Kurier, die Berggams? Erstmal herzlich willkommen. Ich muss mal gerade mal gucken. Ich glaube noch nicht, befördert habe ich heute noch keinen. Bis jetzt hat es einfach noch keiner verdient. Ganz klar. So, die Berggams. Gucken wir mal, was die Berggams, wo die Berggams gerade ist. Wo ist denn? Versorgung, da. Ah, Stufe 8. Also Stufe 3 und dann bräuchte sie Moralwert 8. Moralwert 8. Du hast nur 5. Ja, jetzt hast du 8, aber... Die Gams brauchen auch noch ein bisschen Motivation. Ein bisschen Moral. Motivation vielleicht nicht unbedingt, aber ein bisschen Moral. Ist noch nicht so ganz... Ist noch nicht so ganz spruchreif. Ach, guck mal hier. 400 Kilo Kupfer. Kleine Blase, Flatulenzen. Unkonstruktiv.
3 Stärke, Landwirtschaft, Kochen, Fürsorge, Kreativ lernen, Viehzucht. Ren. Ich sag dazu nichts. Kupfer wäre natürlich geil. Ach komm, nehmen wir schon Kupfer. Nee, kann es sich noch nicht leisten, dich zu befördern. Nee, richtig. Noch kann ich sie mir nicht leisten. So, wo pumpen wir eigentlich das Wasser hin? Wo pumpen wir eigentlich das Wasser hin? Achso, das haben wir für das System. Ja. Da müssen wir auch mal gucken, wenn wir das Frischwasser dafür nutzen. Ja, wenn wir eigentlich ein bisschen Wasser aufbereiten, muss man eigentlich auch nochmal irgendwie in die Wege leiten. Ich finde ja immer so ein geschlossenes System, finde ich immer am geilsten, aber... Das kriege ich momentan nicht gebacken. Aber die sind momentan sowieso... Also, was haben wir hier denn? Pity 19. Die Bonnie 1000 Bits. Ein Hoch auf unseren Sklavenhalter. Bonnie, vielen Dank für deine 1000 Bits. Vielen Dank. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Freut mich sehr. Dankeschön. Die Bonnie wieder. Du musst sie wieder einen raushauen. So, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Hier haben wir schon ein bisschen Algen. Algen. 3 Tonnen. Sehr gut. Ja, jetzt guck mal, jetzt hat das mal schon so ein bisschen Format hier, das Ganze. Chlorgas haben wir natürlich hier. Ich will nicht hoffen, dass das sich negativ auswirkt. Und dann können wir noch hydroponische Farm nochmal hier einbauen. Hydroponische Farm? Achso, das ist hier. Hydroponische Farm lässt einzelne Pflanzen zusammen wachsen, bla bla, Bodenziegel genutzt, bla bla bla. Bauen wir. Wolframit, Eisenerz, Gold, Amalgam oder Kupfer. Wir bauen dann mal aus Kupfer. Da Kupfer. Wir brauchen jetzt hier auch nicht 30 Pflanzen, aber vielleicht so 5, 6 Pflanzen. Das wäre erstmal ein bisschen Schilf, obwohl. Alter, wir haben hier ja, ne? Ach, egal, bauen wir es mal. So, 6 Pflanzen, das reicht. Erstmal. So, da bauen wir noch so ein Ding ran. Dann bräuchten wir hier auf jeden Fall nochmal irgendwie ein bisschen Schilf. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch verschmutztes Wasser. Ah, ich weiß nicht, wie ich das mit dem Wasser mache hier. Und wie kommen wir an das Fleisch ran? Das ist echt doof. Weil genau das Fleisch wollten wir ja haben. Das brauchen wir nachher auch von den Landtieren sozusagen. Und von den Fischen ja erst recht. Und hier müssen wir auch nochmal futtermäßig irgendwas reinschmeißen. Paku. Jungpakus. So. Schluckfisch. Brauchen wir auch nicht. Jungpakus, die wollen wir eigentlich haben. Und tropische Pakus, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir tropischen Pakus, ob wir der Algen, oder Algen brauchen. Was brauchen die denn? Auch Algen futtern die. Ah, das ist natürlich... Das ist natürlich blöde. Wir brauchen Algen. Scheiße, Algen brauchen wir auch für die Biester. Algen brauchen die. Das hatte ich ja ganz vergessen, dass sie auch noch Algen brauchen. Aber wie kommen wir dann... Wie kommen wir an das Fleisch ran? Oder müssen tatsächlich noch ein bisschen Wasser ablassen, dass wir dann irgendwie noch einen Steg reinbauen? Tauchen. Ja, grundsätzlich tauchen schon. Ich meine, wir haben hier... Das ist zwar verschmutztes Wasser, aber es ist zumindest nicht keimbelastet. Also, dann wären sie halt nass, aber es ist trotzdem blöd. So ganz gefällt mir das noch nicht hier. Ich glaube, ich habe auch das Wasserbassin wieder mal viel zu groß gebaut.
So, das wollten wir ja. Achso, das wollte ich ja nach oben bauen, richtig. Das können wir gleich mal als erstes machen. So, das geht da durch. Dann gehen wir hier nach oben. Hier hoch. Geht das wieder los mit diesem Kreuz und Quer, weißt du? Ja. So. Jetzt müssen wir den ganzen Kram natürlich nur noch bauen. So, Priorität 6 machen wir auch hier mal. Ja gut, sicherlich hätte ich noch das Rohr woanders hätte langlegen können. Also ein bisschen weiter links. Hier ist sowieso ein Knotenpunkt, da komme ich nicht ganz. Ja gut, ich hätte hier rausgehen können oder da rausgehen können, ja. Also ich muss da ja auch erstmal rankommen, das ist auch nicht ganz so einfach. Umlegen können wir sonst immer noch, müssen wir mal sehen. Ich baue das jetzt mal so und dann hier müsste ich mich sonst erstmal wieder durchbauen, das ist auch wieder nervig. So, können wir hier eigentlich schon irgendwas was reinbauen? Eigentlich nicht wirklich. Aber haben wir Samen eigentlich dafür? Die brauche ich. Ah, Fingerhutschilf haben wir 16 Mal sogar schon. Geil. Aber Fingerhutschilf? Wenn ich schon 16 Mal habe? Moment. Moment, 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 Moment. Fibers. Fibers, 1000 Gramm. Fehlende Ressourcen. Warte, dann muss ich mal kurz in die Forschung reingehen. Weil dann muss das ja irgendwie anders hergestellt werden. Fibers. Wie stelle ich denn Fibers her? Kann das sein, dass wir das vielleicht erstmal craften müssen? Also anders herstellen müssen? Fibers. Wo haben wir denn Fibers? Fibers, 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 Fibers. Da ist nichts mit Fibers. Hier vielleicht. Schutzanzug Schmiede. Schmiedeschutzanzug, Duplikanten, Fibers. Warte mal, das machen wir anders. Fiber. Kriegen wir es hier irgendwo? Nee. Wo könnte das denn sein? Warte mal, ich suche mal hier nach Fiber. Kohlefaser. Kohlefaser. Fest? Nein. Kunststoff? Das kann nicht sein. Fiber. Elemente, Feststoffe, Abyssalit fest. Was ist das denn hier? Heilige.
Gut, Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, Sonstiges. Was ist denn Sonstiges? Leere Vakuum, okay. Forschung, Krankheiten, bla bla bla. Geysire, Gebäude, Nahrung. Pflanzen. Fingerhutschilf. Das waren ja eben noch nur Samen. Ach, wir hatten ja nur die Samen. Ich habe nach Samen geguckt, ne? Oh ja, ich trottel. Kleidung. Aber hier steht doch Schilffaser, ne? Finger und Schilf Samen. Das haben wir. Was ist denn für Kleidung? Farm Schilffaser 1. Das müsste es ja eigentlich sein. Das müsste doch passen. Farbe erntest du. Ja, genau. Deswegen. Ich hatte hier nur raufgeklickt, weil ich denn hier kriege dann den Samen ja angezeigt. Deswegen. Ja. Gut, wie schaut's aus? Rohr braucht noch ein bisschen. Warten auf Sandstein. Sandstein haben wir auch noch genug, sicherlich, ne? Das würde mich jetzt wundern. Rohmineral. 96 Tonnen. Ja, das läuft. Dies läuft. So. Na, guck mal. Ein bisschen Wasser kommt schon durch, aber es braucht natürlich einen Moment. Die müssen vor allem hier oben erstmal fertig bauen hier. Das Wasser kommt, baut schneller, das Wasser kommt. Das Wasser kommt. Das Wasser kommt. Da hier ist das Wasser schon an der Ecke. Baut, baut. Baut schneller, baut schneller. Rohr blockiert, was? Achso, hier, ja gut. Na klar, es ist so blockiert, weil es noch nicht fertig gebaut ist, logisch. Dann müsste das Wasser eigentlich auch gleich weiter fließen. Ah, müssen wir hier oben noch das Stückchen fertig machen. Ja, das dauert natürlich dann alles erstmal wieder einen Augenblick, bevor sie fertig sind. Wir sind schon mal bei 23. Pitti hat schon wieder 23. Pitti, was ist denn los? Pitti! Pitti, so, was hat Pitti für ein Problem? Pitti hat das Problem. Zeigt er jetzt aber hier nicht an? Wo ist denn jetzt das Problem? Wo zeigt er das dann an? Untätig. Ach, da ist Stress, da wollte ich gucken. Gut, ernährt minus 10, kalte Luft 10, niedrige Moral 8, ja gut, das ist klar. Niedrige Moral ist aber momentan sein Problem. So, schaut's hier aus mit dem Wasser, das ist schon auf dem Weg, irgendwo fehlt aber noch was. Schaut es dann aus mit dem Wasser. Hier können wir schon was pflanzen, ja? Hier könnten wir schon was pflanzen. So, dann pflanzen wir da doch schon mal Fingerhutschilf. Ich will nur hoffen, dass es dann hier auch ordentlich wächst. Von der Temperatur müsste es eigentlich passen. So, auf Long Commute soll ich achten. Your duplicants are spending a significant amount of time traveling between their errands. Okay, das heißt, sie haben halt zu lange Arbeitswege. Deswegen machen sie natürlich auch weniger, ist klar, weil die Wege einfach zu lang sind. Bedeutet aber, wir können das ja eigentlich nur insofern fixen. Ja gut, wenn wir es irgendwie von den Aufgaben halt irgendwie hinbekommen. Wenn wir es von den Aufgaben irgendwie hinbekommen oder Transportsysteme bauen, aber gibt es diese Rutschkanäle noch? Ja, natürlich. Die gibt es, aber die habe ich zum einen noch, natürlich noch nicht erforscht und die brauchen noch eine ganze Menge Energie. Also die können wir nicht mal ebenso bauen. Das ist etwas schwieriger. Etwas schwieriger. Jo, das machen wir mal so. Dann können wir eigentlich hier... Ach, kann ich auch alles kopieren, hier die Augen. Einstellung übertragen. So.
Sechs Pflanzen reicht dann auch. Man muss es ja dann auch nicht übertreiben, sodass wir dann gerade mal ein bisschen Schilf zusammenkriegen, damit wir genug Pflanzen, genug Pflanzen, dass wir genug Fieber haben, Fiber haben, damit wir dann auch genug Bilder craften können. Ja. Soweit müssen wir erstmal kommen. Ja, ich meinte, ob er sie schon kann. Nein, ich kann sie noch nicht. Wir sind hier. Da, diese meinst du, ne? Die Transitrohre. Nee, da sind wir noch ein Stückchen weit von entfernt. Da sind wir noch ganz weit weg von. So, da kommen schon mal die Pflanzen. Atmosphäre, Körpertemperatur. Chlor mögen die natürlich wieder gar nicht, ne? Wasser mögen sie, verschmutztes Wasser, Kohlendioxid, verschmutzter Sauerstoff oder Sauerstoff. Das heißt, ich muss ja den ganzen Kram ja auch noch wegfiltern. Scheiße. Habe ich jetzt natürlich wieder nicht dran gedacht. Ah, das heißt, wir müssten Chlor, müssten wir... Oder wir machen da... Oder wir pumpen da Sauerstoff rein. Oder wir pumpen da Wasser rein. Das wäre, glaube ich, noch sogar noch ein Tick geiler. Und einfacher umzusetzen. Atmosphäre, Wasser, verschmutztes Wasser. Wir können ja so auch unter Wasser anbauen. Aber denn... Ah, Red Moon, vielen Dank für deinen gespendeten Sub an Bonnie. Vielen Dank für deine Unterstützung und Bonnie, ja, genieß es. Die Red Moon hat dir gerade ein Abo gespendet. Vielen Dank. Ach nee, Moment, gifted by Bonnie. Entschuldigung, ich hab's falsch gelesen. Tut mir leid. Also, Red Moon hat von Bonnie einen Sub bekommen. So rum was. Bevor ich jetzt ganz total Blödsinn rede. Also, Red Moon, Bonnie hat dir gerade einen Sub geschenkt. Vielen Dank, Bonnie, für deine Unterstützung. Dankeschön. Ja, das habe ich nur gerade gelesen. Ich hatte nur gelesen, Red Moon oben gifted Bonnie, weißt du? Das steht hier bei mir in der Zeile. Red Moon gifted Bonnie. Deswegen dachte ich, dass es umgekehrt gewesen wäre. Okay. So, dann müssen wir das mal irgendwie gebacken kriegen, dass wir hier vielleicht nochmal Wasser oder sowas. Aber dann hätten wir uns das natürlich mit den Wasserrohren sparen können. Das ist natürlich dann auch doof. Da hätten wir uns das mit den Wasserrohren sparen können. Oder wir machen das tatsächlich mit Sauerstoff. Oder wir nehmen Kohlenstoffdioxid und... Können wir auch Kohlenstoffdioxid nehmen? Kohlendioxid können wir nehmen. Verschmutzten Sauerstoff können wir auch nehmen.